Große Muskeln. Boom. Check. Immer versteht der Murmelkumpel. Ja. Mach das nicht. Eine Spinne? Du bist so männlich. Oh, was zur Hölle, Alter? Hör auf. Was ist? Nein. Welcher von euch Hohlköpfen war das? Lass mich dir mal einen Tipp geben, Sohn. Buh! Los geht's! Komm schon! Na. Hey du, fang mal! Willst du meine Skala hören? Ja. 10 von 10? Wehe, du stirbst mir! Was zur Hölle ist das? Was? Du kämpfst wie ein Mädchen! Nimm eine richtige Waffe! Hier! Mein Schmuckstück! Komm damit klar! Hallo, Sir. Bitte nehmen Sie Platz. Wir werden gleich für Sie da sein. Ich finde es nicht so gut, wenn kleine Mädchen in mein Büro so unerwartet einbrechen. Besonders, wenn sie meine geheimen Pläne angucken und alles einstampfen. Für Geld und noch mehr. Ich sehe Engineers Brillen. Wie es aussieht, bist du verängstigt über die echte Welt und willst dich nun an mir rächen. Bist wohl kein so großer Fan vom Krieg, Kumpel?
Mhm. Es war nicht meine Schuld, dass du in diesen Brillen feststecktest. Ich musste nur einen Weg finden, dich ruhig zu stellen, wie du meine Pläne das erste Mal gesehen hast. Du liebst es wohl nur einzubrechen, um meine Pläne zu ruinieren, oder? Du warst der schrecklichste Arbeiter, den ich je hatte. Nicht so wie Jamie. Jamie war eine großartige Arbeiterin. So, ich gebe dir zwei Optionen. Entweder du kämpfst, bekommst Rache und ruinierst meine Pläne, oder du kannst gleich gehen, weil ich die Rippen aus dir rausreißen werde, wenn du Option 1 nimmst. Danke fürs Wählen von Option 1. Jetzt kommt australische Gerechtigkeit. Ich glaube an dich. Saxton, heil! Hopp! Ha, das ist, was du kriegst. Du hast keinen Ausweg, du kleiner... Ha! Du denkst echt, kleine Schaufeln besiegen mich? Nun, da liegst du ziemlich richtig, weil ich glaube, ich krieg einen Blackout. Es wird viel mehr als das brauchen, um mich zu töten. Oh, nun ja, GG. Heilige Maria, Mutter Gottes! Komm her, Schwester! Hallo, Hütchenheimer. Was? Tanzzeit, Jungs! Basbus pronto!